In Brake wurde am Wochenende gefeiert. Mit einem völlig neuen Konzept kam das Stadtfest daher. An der Braker Kaje hatten Imbiss und Getränkebuden Stellung bezogen. Dort stand auch die große NWZ-Bühne, auf der Tanzvorführung und Live-Musik geboten wurde. Auf dem Postplatz hatten die Veranstalter derweil einen Jahrmarkt aufgebaut. Fahrgeschäfte wie der Breakdancer und der Formula-1-Booster zogen vor allem Jugendliche magisch an. Kaje und Postplatz waren mit einem Rundkurs verbunden, auf dem die Festbesucher bummeln konnten. Das neue Konzept von Veranstalter Helmut Mohndorf kam bestens an. Die Menschen strömten wie schon lange nicht mehr.